Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Ja, ich halte mich kurz. Neueste Folge Call of Duty Vanguard in der Kampagne. Könnt ihr euch drauf freuen. Und ich mich auch. Die Schlacht von El Alamein. Oh, der Kaffee ist vorzüglich. Ui! Schon los hier. Reichweite. Vorwärts. Haben. Aber wir haben genug Schuss. Feindliches Haltungsfahrzeug! Linke Seite! Verflucht! Noch ein bisschen mit dem Panzer ballern hier. Laune. Achtung! Feindliche Mörser! Jacobs! Kümmer dich um die Mörser auf dem Hügel! Okay. Die ist besser. Jeder Schuss ein Treffer wie beim Moorhuhn. So ein besseres Moorhuhn. Ja, Moment. Schlecht für
Land ein! Zieh den Kopf ein, Des! Los, Lucas! Wir geben dir Deckung! Schön Kaffee. Der ist wertvoll, das ist ein Spezialkaffee. Lavazza Ore. 7 verschiedene Kaffeesorten sind da drin. Von Amazon. Die haben die größte Kaffeeauswahl überhaupt. Jagt die Mistkerle in die Luft, Lukas! Da! Mörser auf die Uhr! Ich seh sie! Auf die Mörser-Wichser konzentrieren! Nicht nachlassen! Oh, gefährlich! Das sind noch einige. Oh, gefährlich, gefährlich! Das sind ganz viele, Alter. Boah. Ich mag's auch gern ein bisschen schwieriger. Die noch? Reichlich. Hier lang, Lukas. Gleich. Brauch noch mehr Muni. Vor allem die hier brauchen wir. So. Gut. Lukas, wo bist du hin? Ja. Pack mal mit an. Noch mehr. Jacob's los. Das. Hey. Was ist denn jetzt, Meister? Das hier, der Temps. Geil. Deren Infanterie stürmt unsere Panzer. Naja, blockieren wir sie. Oh klar, wir walzen einfach durch eine Todeszone. Wir sind hier nicht zum Eierschaukeln. Moment. Da brauche ich noch eine Fluppe. Das ist ja ein Hochgenuss. Ich habe einen Samsung Q80A. Eine Q-LED. Das ist schon Oberklasse, aber ich habe ihn für 600 bekommen. Kostet eigentlich 800. Und fantastischer Fernseher. Samsung Q, ne? Q-Bewegung, 80A. Ja, ein sehr guter Fernseher. Und ja, deswegen werde ich mir auch die Xbox in 4K holen und nicht die S-Variante, sondern die X-Variante. Weil 4K ist schon noch ein Unterschied. Das ist so.
Gerade erst das Feld, was wir gerade gesehen haben, das sah so geil aus. Immer noch jetzt so hier. Alles fantastisch. Vanguard ist ja ziemlich neu. Das ist ja auch in 4K. Also für PS5 optimiert, ne? Oder für Xbox Series X. Geil. Oh. Oh, der Panzer. Lass mich lieber erstmal durch hier, wa? Alter. Oh, da muss er wer. So, runter hier. Haltet die Infanterie von unseren Panzern fern. Oh, das sind schwere Bomben, die kenne ich schon. Die Bomber kommen. Ach du Scheiße. Wo? Man hört sie schon, da oben. Gefährlich. Wir brauchen Deckung. Unbedingt. Nein, es geht in die Hose. Oder? Hinter dem Panzer sind wir noch gekommen. Oh, da ist es wieder einer. Na, das macht ja nichts. Das gehört zum Spiel dazu. Wie spät ist das? Okay, Viertelstunde haben wir noch Zeit. Immer schön in Deckung bleiben. Und gleich eine Granate schmeißen hier. Oh, der Panzer ist down. Feuert auf die Infanterie. Naja. Wo sind die denn? Einmal mal reinballern hier, die Olga. Da. Rüber da jetzt. Will er nicht? Doch. Ne, will er nicht. Na gut, ist egal. Außenrum, ich brauche die Muni. Brauchen wir lieber die MP. Oh, zieht mehr weg. Moment, die Floppe muss erstmal in Sicherheit gebracht werden, sonst liegt sie gleich auf dem Boden. Sie schlagen zurück! Und
Wichser sollte uns folgen! In Deckung! Boah, übel. Gefährlich. Ei. Ei, 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 ei. Das gehört dazu. Lukas! Auf! Ja, Scheiße! Komm schon! Auf dich! Bin okay! Bin okay! Aber Major, wir werden hier zermalmt! Befolgt meinen Befehl! Zieht einen Schutzring, sichert die Panzer! Sir? Das soll wohl ein schlechter Witz sein! Wir halten diese Linie! Die Flieger sind im Arsch! Wenn wir diese scheiß Flachs nicht ausschalten, gibt's keine Linie! Sie haben Befehle! Scheiß auf Befehle! Wir nehmen den Hügel ein! Allein? Klar! Ich hab mich und ich hab das! Scheiße! Hier! Nimm das! Wenn ihr die Flachs beseitigt, schießt das Leuchtsignal ab! Dann kann ich die Bombe anfunken! Viel Glück! Los geht's! Viel Glück! Lassen wir das Jacobs und Bluey durchhalten! Soll's richtig gemacht werden? Dann ruft ihr Ratten! MG! 1 Uhr! Markier ihn, Lukas! Wirf ihm Knaller hin! Mit dem Knaller. Oh, die machen mich hier gleich platt, Alter. Sie haben nur die eine Waffe jetzt. So, Stillhandgranate. Überall eine hinwerfen. So, muss reichen. Genau. Nicht einfach. Schaltet das MP aus. Oh, ist das übel. Ich kann das nicht sehen. Wir gehen auch lieber hier lang. Ja, ist besser hier. Werfen ein paar beschissene Granaten drauf, Lukas. Ja, machen wir. Neue Waffe. So. Wo ist das die Sau jetzt hier? Okay, hat ihn erwischt. Nee, es ist Scharfschützengewehr, aber macht auch nichts. Kann man auch gut mit ballern.
Shotgun. Haben wir sie alle? Ja, gern geschehen. Ihr geht zu dem Flachs. Stell dir mal Hems Gesicht vor, wenn wir das schaffen. Echt jetzt? Er wird sagen, das wäre seine Idee gewesen. Scheiße, das war knapp. Verliefter Bastard. Achte auf die Ecken. Oh, 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 oh. Komm her jetzt. Komm her. Na, will er nicht. Laden wir erstmal nach. So. Er wirft sie nicht immer zurück. Alles klar, Leuchtsignal los, Des. Sobald ich schieße, klebt uns jeder Krautfresser in der Gegend am Arsch. Wir müssen sie abwehren, bis die Bomber da sind. Hilf mir mal mit dem MG. Das ist das Leuchtsignal. Hätte nicht gedacht, dass der Tag so endet. Prost. Ach, oh ja. Drauf. Wieso nicht? Packen wir es. Üblich, aber richtig. Ja, wenn wir untergehen, nehmen wir so viele der Penner mit wie möglich. Bitte Geld. Weg.
Alter, ist das gefährlich. Oh, du bist da. Genau von dieser Seite hier. Habt euch mit den falschen Ratten angelegt! Ach, das MG ist im Arsch! Dann nimm ein Gewehr, wir sind hier noch nicht fertig! Wo bleiben die Bomber? Die sollten sich beeilen, denn ich gewinne! Du gewinnst nicht! Ich gewinne! Du holst besser mal auf! Lucas! Halbkettenfahrzeuge von rechts! Ich sehe sie! Komm, lad nach. Diese Halbkettenfahrzeuge quatschen mich an! Wie viele? Spielt das eine Rolle? Halt einfach drauf! Auf die Panzer! Des, weiter geht's! Wie viele hast du? Warum ist Lad nach? Wir müssen die Ärsche weiter abwehren! Leer geschossen. Wir bräuchten eine Panzerfaust. Sollen wir denn jetzt die Panzer platt machen? Scheiße! Komm schon, Dess, steh auf! Verflucht! Was ist das? Bomber! Fuck yeah! Für die Panzer. Jacobs hat dein Leuchtsignal gesehen, Dess! Scheiße, ja, Dess! Er ist tot, wa? Ich glaube, er ist tot. Gefallene Soldaten ehrt man manchmal nur, indem man die Mission beendet. Aber besinn dich da mal drauf, wenn du ihr Blut am Stiefel kleben hast. Das sagte ich Lucas, als wir uns das erste Mal trafen. Der Krieg lehrte uns beide diese Lektion. Die starre Hierarchie des alliierten Kommandos sah in Lucas nur seine Charakterfehler. Ungehorsam, flegelhaft, nicht unvertraut mit einer Gefängniszelle. Er war perfekt für mein Team. Auch mit diesem fiesen rechten Haken. Lucas spielte seine Rolle perfekt. Richter war verwirrt und stellte alles in Zweifel, was er zu wissen glaubte. Alles okay, Mann? Du siehst ein bisschen blasser aus als sonst. Bitte. Das Ziel. Das Ziel. Es ging darum, den Krieg zu gewinnen.
mit dem Reich unter. Oh, warte mal. Du warst nicht in den Plan eingeweiht? Tja, wir werden wohl beide auf dem Leichenberg da hinten enden. Eins habe ich gelernt im Studium alliierter Strategie. Redundanz. Man braucht einen Plan B. Mit den Sowjets in der Stadt ist Lady Nachtigall mein Ass im Ärmel. Ich lasse sie für sicheres Gehalt frei. Also das ist ein Bombenplan, Fritz. Hätte vielleicht funktioniert. Verdammter Wade! Du hast nur einen Fehler gemacht, aber was für einen. Du dachtest, du hast uns. Redundanz, Mann. Hab immer einen Plan B. Soeben kam die Nachricht. Wir haben sicheres Geleit aus Berlin. 3 Jahre warten wir auf diesen Moment. Manch guter Mann ging verloren. Rommel, Steine, Hetze. Aber ich versprach euch, Projekt Phoenix würde gelingen. Hitler bezahlte für seine Schwäche. Und er geht zu Recht in die Geschichte ein. Als Versager und Feigling. Die Rote Armee ist nun ganz nah. Und Berlin brennt. Aber aus der Asche ersteht unsere Vision von etwas Größerem. Auf das Vierte Reich. Heil, Riesiger! Hey, Boss! Dein Plan zieht! Hallo Kumpel, erkennst du mich? Sieht aus, als hast du einen Fan. Was machen wir mit ihm? Ich hätte ein paar Ideen. Schätz mal, du wirst die Ehre, Boss. Nein! Nein! Das ist deine Chance. Projekt Phoenix! Ich kann die Beweise liefern. Du hast deinen Teil getan. Rechts vom Jugulum. Unterm Schlüsselbein. Das ist für Richard. Kleine Maus. Richter denkt, Friesinger hat Hitler getötet. Ja, er taucht mit dem Reich unter. Ibelin, komm, Flughafen Tempel. Na los, die Kacke ist am Dampfen! Dazu. Wir können hier raus. Jetzt sofort. Mit dem ersten Transport zum Abendessen nach Hause. Oder wir beenden das. Stellen Friesinger und begraben das Reich endgültig. Vielleicht sterben wir in Berlin. Ganz sicher sterben die Nazis. Was wir auch tun, wir tun es zusammen. Friesinger kommt nicht aus Berlin. Schätze, meine Lamingtons können warten. Wait. Man tötet ja nicht alle Tage einen Führer. Da kann ich doch nicht Nein sagen, oder? Also nach dir.
Die Nachtigall. Nur damit du es weißt. Es könnte immer noch sein, dass ich euch alle töte. Diese Tunnel führen direkt nach Tempelhof. Das ist der schnellste Weg, während sie oben kämpfen. Kann hier einen Scheiß sehen? Das war Friesinger. Einen Moment. Ich glaube, wir haben schon den Kontrollpunkt. Ja. Ja, meine lieben Freunde, das war die neueste Folge Call of Duty Vanguard. Und die Folge war ja wohl bombastisch. Die ganze Kampagne ist komplett bombastisch. Wenn wir das fertig haben, die Kampagne, dann kommt, wartet auf euch noch und auf mich auch, Call of Duty WW2. Ja, und dann kommt natürlich noch Call of Duty Modern Warfare 2 zum krönenden Abschluss. Ja, meine lieben Freunde, da seid ihr bestimmt gespannt, wie das jetzt weitergeht, die Mission, das Vierte Reich, und die werden wir morgen spielen. Und euch wünsche ich wie immer noch einen recht schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Genießt euer Leben und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge wieder, das Vierte Reich. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye.